Stefan, wir hören hier eine ganze Menge über die Zukunft der Medien, Einfluss der Gamebranche. Was wird sich verändern? Was sich verändern wird, was wir heute hier gehört haben, sind natürlich verschiedene neue Techniken, die es gibt, AR oder VR. Ist alles hochinteressant. Wird es bei VR, lässt sich natürlich jetzt erstmal abwarten, wie sich die Hardware durchsetzen wird, wie das beim Konsumenten angenommen wird. Wir als Games-Entwickler haben natürlich große Hoffnungen dran, weil das natürlich das Spielerlebnis viel emotionaler, viel unmittelbarer und intensiver machen lässt. Dazu müssen sich natürlich die momentan noch recht kostspieligen Hardware-Angebote durchsetzen. Große Hoffnungen natürlich liegen bei Sony mit dem Angebot, das im Herbst kommt, das im erschwinglichen Rahmen liegt. Momentan auf jeden Fall schon einsetzbar und auch für die klassischen Medien eine Möglichkeit, moderne Möglichkeiten oder moderne Medien in ihrem Angebot einzubinden, ist AR meines Erachtens. Das glaube ich auch, dass sich außerhalb der Games-Branche sehr gut durchsetzen lassen könnte, wenn die klassischen Medien halt auch bereit sind, den Schritt zu gehen. Das kann heutzutage schon jeder machen mit seinem Handy, sich eine App runterladen, die irgendwelche AR-Sachen ausspielen kann. Und in der Hinsicht von dem, was technisch kommt, sehen wir eine rosige Zukunft entgegen, würde ich sagen.